We're here to listen again. So, heute hören wir wieder über die großen Probleme heutzutage, wie man heutzutage sicher kommuniziert, ohne hier belauscht zu werden. Ohne dass die ganzen Metadaten eben abgesaugt werden von den ganzen Systemen, die uns überwachen. Und das ist das Problem mit dem meisten Zeugs ist, dass man entweder mit irgendeinen Daten verknüpft sein, also eine Telefonnummer, oder man muss WLAN haben, man braucht eine IP-Verbindung. Und offensichtlich haben sich Leute darüber Gedanken gemacht und das ist Thorsten. Sein voller Name ist Thorsten Grote. Ich spreche es auf die deutsche Art und Weise aus. Er ist Teil vom Briar Team schon seit 2 Jahren. Er ist deutsch. Er ist ein Aktivist für freie Software und ein Programmierer. Und er lebt in Brasilien. Oh, der Neid. Where's your tan, by the way? Wo ist deine Bräunung? Also, jetzt eine Runde Applaus für Thorsten, der euch jetzt Briar vorstellen wird. Thank you very much. Vielen Dank, dass ihr heute da seid, damit ihr Zeit euch dafür nehmt, und ich hoffe, dass ihr einen tollen Kongress hattet. Und vielen Dank, dass ihr kommt, um euch über Briar zu informieren. Das taucht mir gleich ein. Was ist Briar? Essentiell ist es einfach nur ein Kommunikationswerkzeug. Es wird seit 2012 entwickelt. Also schon eine ganze Weile. Viele von euch denken sich, noch ein Messenger, gibt es nicht davon schon genug? Und da bin ich komplett mit euch einverstanden. Wer von euch hat mindestens 5 Messenger auf dem Telefon, mit dem man mit Leuten kommuniziert? Ja, das ist verrückt. Das ist vielleicht ein Drittel des Publikums hier. Ich kann euch nur empfehlen, baut nicht noch einen weiteren. Es sei denn, es ist wirklich komplett different, unterschiedlich zu den, die wir bis jetzt schon haben. Um das jetzt zu motivieren, warum wir jetzt wirklich noch einen weiteren brauchen, schauen wir uns ein paar der Bedrohungen an, die einige von diesen bereits etablierten Messengers entgegenstehen. Aber davor noch etwas anderes, habe ich vergessen. Briar konzentriert sich auf Sicherheit und Resilience, also die Widerstandsfähigkeit. Das heißt, das wird auch sehr wichtig sein, neben der Sicherheit. Aber jetzt nochmal zurück zu den Bedrohungen, die wir haben. Das Klassische ist einfach der Lauschangriff. Ja, also sie lesen unsere Nachrichten, aber wir möchten eben die Sicherheit zu wissen, dass es nicht passiert. Und diese Lauschangriffe wurden größtenteils gelöst durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt also, an der Quelle der Kommunikation wird die Nachricht verschlüsselt und erst am Ende wird es entschlüsselt. Das heißt, inzwischen, also auf den Servern, kann niemand den Inhalt lesen. Und das ist großartig. Es gibt sehr viele gute Fortschritte in den letzten Jahren. Und das wurde alles sehr einfach. Man sieht keine Schlüssel mehr, man muss sich darum nicht kümmern. Und so soll es auch sein. Das einzige Problem ist, dass es einfach viel mehr aufgegriffen wird. Und ich schaue mich da insbesondere auf euch, also Hello, Facebook Messenger und Telegram. Es gibt zwar Verschlüsselung, aber die ist standardmäßig nicht aktiviert. Und das ist etwas, das hoffentlich in der Zukunft sich ändern wird. Das nächste Problem sind die Metadaten. Ihr seid hier im Kongress, da kennt ihr euch damit bestimmt aus. Das heißt, ich fasse mich kurz. Metadaten sind eben Daten, das ist nicht der Inhalt, sondern alles andere. Also die Zeit der Kommunikation, mit wem ihr kommuniziert und wie viel ihr kommuniziert. Und das ist schon fast alles, was eure Gegner eigentlich über euch wissen müsst, weil davon kann man sehr viel Information ableiten. Das Problem wurde unglücklicherweise zum größten Teil ignoriert. Es gibt nur wenige Projekte, die sich darum kümmern. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt ihr vielleicht diesem Herrn hier. We have no audio. Go back.
Also nochmal vorne. Also zunächst die Beschreibung, was man mit Metadaten tun kann, ist absolut korrekt. Wir töten Leute basierend auf Metadaten. Aber das machen wir nicht mit diesen Metadaten. Zum Glück. Ich bin ja schon im Schwitzen gekommen hier. Also für die das nicht verstanden haben, wir töten Leute basierend auf Metadaten. Und er sprach von zwei Arten von Metadaten. Er sprach von Telefonaufzeichnungen, also Ausland und Inland. Ja, also wir töten natürlich keine Amerikaner, nur alle anderen. Also diese Telefonaufzeichnungen, insbesondere bei Messengern, sind sehr schöne Selektoren und sind alle zentral gespeichert und an den ganzen Adressbücher werden auf die Server hochgeladen. Und dann wissen die Server alles über die Metadaten. Und das ist ein sehr, sehr saftiges Ziel für einen Angriff, weil wenn man alle Metadaten hat von den Leuten, die diesen Service benutzen, dann das ist schon ziemlich viel. Aber es gibt auch Timing-Angriffe. Also Telefonnummern zu nehmen, ist natürlich nicht die beste Idee. Aber abgesehen von diesen Lauschangriffen und Metadaten gibt es auch natürlich Zensur und das Blockieren von Diensten. Also die blockieren halt einfach unsere Sachen und wir möchten aber Zugriff darauf haben. Also zum Beispiel hier in China, da passiert das hin und wieder mal. Und ich weiß natürlich, man kann das natürlich umgehen, es gibt Werkzeuge. Aber das ist natürlich für die technische Elite, das ist nicht für die große Masse, für die breite Masse. Die wissen das nicht, wie man das umgeht. Und das passiert überall auf der Welt. Ich weiß nicht, wie er das verfolgt. Das passiert in der Türkei, in Brasilien. Die Gerichte blockieren WhatsApp sehr gerne, obwohl es wirklich von jedem benutzt wird für allerlei wichtige Sachen. Und das ist doof, das sollte natürlich nicht möglich sein. Das ist noch viel schlimmer. Selbst in industriellen Ländern wie Deutschland oder in den USA diskutieren Politiker tatsächlich darüber, das Internet komplett abzuschalten. Und das ist wirklich, wirklich schlecht. Die ziehen den Stecker und wir verlieren den kompletten Zugriff. Und das kann passieren. Aber glücklicherweise haben Politiker verstanden, dass wir ökonomisch sehr auf das Internet angewiesen sind. Aber in vielen Ländern, wie zum Beispiel in Kamerun, da gibt es die Bring unser Internet zurück-Kampagne. Da ist es immer noch eine Unterdrückungsmaßnahme der Regierung, weil eben, ja. In Indien gibt es 96 komplette Shutdowns des Internets, hauptsächlich im Norden. Und es gibt sehr viele andere Beispiele, die ich jetzt nicht zeigen möchte. Das ist, wenn die Regierung den Stecker zieht und alle vom Internet abschließt. Aber es kann auch sein, dass eine natürliche Katastrophe passiert. Die ganze Infrastruktur geht kaputt, keine Elektrizität mehr. Aber wir müssen uns immer noch koordinieren, obwohl nichts mehr funktioniert. Ein anderes Szenario, was passieren kann, in dem das Internet nicht verfügbar sein wird, ist die Zombie-Apokalypse. Wenn dein Tool nicht funktioniert während der Zombie-Apokalypse, dann ist dein Tool wohl nicht so gut. So, now let's look. Lass uns jetzt etwas mehr Briar angucken und schauen, wie Briar versucht, diese Probleme zu lösen. Es ist immer noch Work in Progress. Es ist vielleicht ein Forschungsprojekt, um zu schauen, wie kann man diese Probleme lösen. Der größte Unterschied Unterschied, den Briar macht, ist, dass die Daten nicht über einen Server transportiert werden. Es gibt keine zentrale Infrastruktur,
wie bei gewöhnlichen Messagern, wo die Daten immer übertragen werden. In normalen Messaging-Applikationen, wenn der Server kaputt ist, kannst du nicht Messages übertragen. In Briar entfernen wir den Server und verbinden die Leute, die kommunizieren möchten, direkt peer-to-peer. Die großartige Sache darüber ist, dass wenn du keinen Server benötigst, dann kannst du alles benutzen, was du schon in deiner Hosentasche hast. In der heutigen Zeit mit Smartphones kannst du zum Beispiel Bluetooth benutzen oder die Wi-Fi-Antenne in deinem Smartphone. Menschen können sich mit Bluetooth finden. Sie können sich auch in Wi-Fi-Netzwerken finden und dann können sie direkt sich verbinden mit Briar. Das funktioniert leider nur für kurze Distanzen. Aber das funktioniert immer noch gut, wenn du in einer dicht popularisierten Gegend wohnst. Denn da die kurze Entfernung ist dann nicht so schlimm. Aber Briar wurde so entwickelt, dass du deine Daten über jeden möglichen Datentransport transportieren kannst. Für gewisse Ideen gibt es zwar noch nichts, aber es ist relativ leicht, einfach ein Plugin zu schreiben, mit dem du deine Daten über andere transportieren kannst. Du kannst zum Beispiel mit Ham Radio machen oder über Satelliten. Und ja, du kannst sogar auch Brieftauben verwenden. Das ist nur teilweise ein Witz. Einfach buch deine Daten einfach auf einen Flash Drive. Gib es der Brieftaube, schick die Brieftaube los und sie können die Nachricht empfangen und sie entschlüsseln bei sich. So, wie ich gesagt habe, wir benutzen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mit diesem Cipher, das sind 256-Bit-Schlüssel. Wir unterstützen Forward Secrecy, aber es gibt einen Haken, weil die Daten eben auch über andere Transportwege übertragen werden können. Kann das natürlich sehr große Verzögerungen geben. Das heißt, man kann die Schlüssel nicht weiter rollen. Also jeder Transport hat eine Schlüsselrotationsperiode, die ist benutzt, um eben diese Forward Secrecy zu etablieren. Wenn man es eben Transporter hat, die eine sehr kurze Latenz haben, dann kann man eben auch Ratcheting benutzen. Das haben wir aber noch nicht implementiert. Wenn man jetzt diese Art von Verschlüsselung nimmt, dann braucht man eben in gewissem Maße ein geteiltes Geheimnis. Und Briar macht das, indem es dich zwingt, tatsächlich mit der Person zu treffen, mit der du reden willst. Und wir machen das, weil das die einzige Art und Weise ist, die es gibt, um eben Man-in-the-Middle-Attacks zu vermeiden. Denn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist großartig, weil wenn du nicht weißt, dass es einen Angreifer in der Mitte gibt, dann hilft das dir nichts. Also in Signal und WhatsApp, da kann man, nachdem man Leute hinzufügt, eben danach dann diese Schlüssel überprüfen. Es gibt natürlich ein Problem, das ist, weil Leute es eben nicht möchten, sich zu treffen. Das heißt, es gibt aber die Möglichkeit, ein sogenannter Obhutsmann, der die beiden Leute trifft und der dieses für die beiden übernimmt. Und erst dann sind die beiden verbunden. Also es geht auch über einen Dritten sozusagen. Also Briar verbindet sich nur direkt zu den Peers und es gibt nicht sowas wie eine verteilte Hash-Tabelle. Das erlaubt es eben uns, auf unseren Smartphones zu laufen. Und so eine verteilte Hash-Tabelle ist so ein gewisses Hintergrundrauschen. Also man sendet immer Daten, obwohl man es nicht benutzt. Und deshalb verbinden wir uns nur direkt zu anderen Peers. Let me advance to the next slide, because so gehen wir jetzt zur nächsten Folie, dann habt ihr was zu lesen. Das sind die Algorithmen, die wir benutzen, die Krypto-Algorithmen. Man sieht hier links und einen Pfeil von links nach rechts.
das ist, wohin wir gerade migrieren. Also wir migrieren von Blake 2S auf Blake 2B, und analog von dieser Brainpool gehen wir zu dieser elliptischen Kurven. Aber kann ich auch Internet haben? Weil ich jetzt ein bisschen nur Bluetooth und WLAN gesprochen habe. Also man ist natürlich nicht immer in der Nähe, man hat auch nicht immer sein Ham-Radio angeschlossen. Achso, aber ja, man kann das auch übers Internet machen. Und wie tun wir das? Wir benutzen Tor. Tor ist in Briar integriert. Wenn man das installiert, dann braucht man keine andere App. Man startet einfach die App und Tor bootet, ohne dass du es mitkriegst. Und das startet einen versteckten Service, einen Hidden Service. Ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch weiß, was ein Hidden Surface ist, aber für diejenigen, die es nicht tun, hier eine kurze Einführung. Also diese lila Wolke ist eine abstrakte Weise, wie man das Tor-Netzwerk sehen kann. Und hier sind Alice und Bob, und die beide haben einen versteckten Service. Also sie haben eine Verbindung ins Tor-Netzwerk, und jeder von beiden wählt sich drei Tor-Relays aus. Und dann finden sie einen Rendezvous-Punkt in der Mitte, und durch diesen bauen sie ihre Verbindung auf. Sie machen also keine direkte TCP-IP-Connection, weil das sofort eben die Metadaten verraten würde zu jedem Internetanbieter. Und in diesem Fall seht ihr eben nur eine TCP-IP-Verbindung ins Tor-Netzwerk. Und es ist schwer zu sagen, was da rauskommt. Ich muss zugeben natürlich, dass Tor nicht perfekt ist. Wenn ihr gestern den gestrigen Talk gesehen habt, haben sie gesagt, der ist gut, aber es ist nicht perfekt. Aber es gibt momentan wirklich kein anonymes System, das einem globalen Angriff widerstehen könnte. Das wahrscheinlich die Five Eyes, die fünf Augen, können das wahrscheinlich tun. Wenn sie den globalen Netzwerkverkehr sehen können, dann können sie das wahrscheinlich de-anonymisieren. Aber wir können daran arbeiten, weil Briar eben bewusst ist, wie die Daten transportiert werden ist. Weil es eben sehr modular ist. Wir können einfach ein anderes Plugin nehmen, und wenn was Besseres kommt, dann nehmen wir einfach ein anderes Transportmedium. Man kann auch alles gleichzeitig benutzen, wenn man will. Wir haben nicht zu viel Zeit, um da jetzt in die Details zu gehen, aber lasst mich erklären, wie es auf tiefere Ebene funktioniert. Es ist einfach, es gibt Gruppen und Kanäle, also ein Rohr. Also im Internet ist einfach nur eine Reihe von Rohren, und es gibt Nachrichten. Und es kann alles sein, was du willst. Kannst du dann gerne eines eigenen Daten reinpacken. In unserem Fall gibt es ein binäres Datenformat, was wir benutzen. Und für jeden Zweck, wir öffnen einen dedizierten Kanal. Also für private Kommunikation gibt es eben einen extra Kanal, durch den nur die Daten zwischen diesen beiden Personen transportiert werden. Aber es gibt auch Gruppen, wie in diesem Fall, dann teilen sie die Nachricht mit auch mehreren Leuten, und man kann diese Gruppen auch mit allen weiteren Freunden teilen. Das nennen wir ein Forum. In einem Forum kann jeder Nachrichten schreiben und auch mit anderen Leuten teilen. Im privaten Nachrichtenkontext kann man die Nachrichten nicht teilen mit anderen Leuten. Das ist nur zwischen dir und deinem Gegenüber. Lass uns jetzt an diesen Verteilungsgraph gucken. Stellt euch vor, wir haben uns dieses Forum, was eigentlich nur diese Pipes sind. Und jetzt teilen wir das mit unseren Freunden. Jede Ecke in diesem Graphen ist eine Sharing-Verbindung. Die Grünen sind die online, und die Weißen sind die offline. Die Leute schreiben Nachrichten in den Forum, sie können Konversationen haben. Aber diese ganzen Sachen existieren nur auf den einzelnen Telefonen. Es gibt also keinen globalen Wahrheitszustand. Nur die Leute, die online sind, bekommen die Nachrichten, und auch nur dann, wenn sie online sind. Dieser grüne Punkt, der hat leider Pech, der kriegt nämlich keine neuen Nachrichten aus diesem anderen Block, außer die Leute zwischen ihm und den anderen sind online, dass die Nachrichten übertragen werden können. Ähnlich, der Punkt da oben der geht offline,
und die rechts sind chatten und die links werden die Nachrichten auch nicht bekommen. Das ist ein kompliziertes Problem. Denn was passiert, wenn du jetzt auf einmal ganz viele Nachrichten bekommst? Traditionell hast du eine lineare History von Nachrichten und dann kriegst du auf einmal Nachrichten, in unserem System kriegst du auf einmal Nachrichten ganz oben und das verwirrt dich vielleicht. Bei uns erzeugen wir Branches und mergen diese Branches später zusammen, um eine konsistente Ansicht zu erhalten. Okay, das ist eine sehr simplifizierte Ansicht der Breyer-Architektur. Unten sehen wir, das nennen wir Bramble, das ist eine separate Bibliothek. Da kannst du die Peers, Kryptographie, die Datenbank und die Nachrichtensynchronisierung über diversen Protokolle. Die grauen haben wir noch nicht implementiert. Zum Beispiel später I2P, Wi-Fi Direct, Tor haben wir bereits. Über Bramble haben wir die Breyer Core Bibliothek, wo alle Features eingebaut sind. Zum Beispiel das Messaging, die Forum, Blogs, die Gruppen und den RSS-Import into den. Das ist, wenn du Freunde in Breyer die RSS-Feeds sharen wollen. Aber du bist vielleicht an einer Stelle, wo du solche Sachen gar nicht lesen kannst, dann kannst du das über Breyer machen. Ganz oben haben wir dann die Applikationen, die die Breyer-Applikation verwenden. Bis jetzt haben wir nur eine Android-App, aber wir planen auch schon eine Desktop-Applikation. Wir haben unser Breyer haben wir in Bibliotheken strukturiert, damit alle Leute ihre eigenen Applikationen schreiben können. Also bitte dezentralisiert alles. And I'm really serious here. Und ich meine das wirklich ernst. Wenn ich dafür Werbung gemacht habe, Sachen zu dezentralisieren, dann dachte ich immer an Föderationsansatz. Jeder soll seine Server aufbauen und sich bei sich zu Hause aufstellen. Die sollen miteinander kommunizieren. Aber ich denke jetzt, das ist der falsche Ansatz. Denn wir sind Nerds, aber wir können nicht davon ausgehen, dass andere Leute das auch können. Aber wenn wir es schaffen, die Services, die wir haben, in eine echte Peer-to-Peer-Architektur umzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, gerade nur immer in Saal Dijkstra war ein Talk über ClaimChain, wo es darum geht, auch Vertrauensrelationen in Peer-to-Peer-Netzwerke zu packen. Es wäre cool, auch diese Sachen zu aktivieren. Also wenn wir zum Beispiel ein Peer-to-Peer-Uber oder Airbnb machen, also lasst es uns machen, bitte. Und vielleicht hilft euch Breyer dabei, das umzusetzen. Also es gibt eine Android-App, die kriegt ihr auf Google Play oder natürlich noch besser F-Droid. Probiert es aus, ladet es sofort runter und wenn ihr mich später treffen möchtet, dann treffen wir uns hier neben der Bühne und wir können es ausprobieren und ein bisschen uns darüber unterhalten. Um es als eine Frage vorzugreifen, wie oft geschrieben. Ich benutze Apple. Wo ist eure iOS-App? Weil auch eine unserer Zielgruppen sind natürlich Journalisten und die haben oft iPhones und das haben wir uns angeschaut und bis jetzt sieht das nicht gut aus. Weil iPhone schließt alle Apps recht früh, sobald sie im Hintergrund sind. Das ist nicht erlaubt, dass man TCP-IP-Verbindung offen hat im Hintergrund. Dann bekommt man keine Nachrichten. Also wenn ihr iOS-Entwickler seid, dann bitte nehmt Kontakt mit uns auf und eine Idee habt, wie man das umgehen kann. Das ist natürlich, der Quellcode ist natürlich frei verfügbar und wir arbeiten natürlich daran, dass das auch reproduzierbar ist. Das ist natürlich wichtig, weil man natürlich überprüfen muss, dass der Quellcode mit der Binärdatei, die wir verteilen, übereinstimmt. Und das ist natürlich wichtig, dass niemand ein Hintertürchen einbaut. In die kürzlichen Versionen sind schon reproduzierbar gebaut, aber es gibt noch so ein paar kleine Haken. Ich bin jetzt am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen.
That was awesome, eh? Das war großartig. Questions. Who has a question? There's mics left and right. Internet. Signal Angels. Yep, Signal Angel has Aus dem Internet. Eine Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, wie ist es unterschiedlich von RetroShare und hat es zusätzliche Features oder Vorteile im Protokoll? Ich bin kein RetroShare-Experte. Also nimm das mit ein bisschen Skepsis. Ich denke, RetroShare benutzt eine DHT-Infrastruktur. Es sendet also ständig Nachrichten zwischen den einzelnen Peers und würde also die Batterie schnell alle machen. Aber es interessiert sich nicht dafür, dass die Metadaten auch leaked sein können. Und auch, soweit ich weiß, kannst du RetroShare nicht mit anderen Transportprotokollen verwenden. Zumindest nicht leicht. Ja, ich würde gerne sehen, zu wissen, was ist mit dem Ring-Projekt? Das ist auch so ein dezentralisierter Messenger-Service. Ich war auf ein paar Konferenzen von diesem Service und ich habe gesehen, dass sehr viele Features fehlen von dieser dezentralisierten Struktur. Man kann nicht mehrere Geräte haben, die synchronisiert sind. Was ist deine Ansicht für das? Ich kenne auch noch nicht das RIM-Projekt, leider, aber es ist schön zu hören, dass es so viele Projekte gibt, die solche Probleme lösen wollen. Ich meine auch nicht, wir sollen jetzt Brian alle benutzen, aber wir sollen einfach das verwenden, was gut funktioniert. Wenn du in einem Peer-to-Peer-Netzwerk bist und du hast zwei Devices, dann musst du natürlich den Fall betrachten, ein Device geht online und du machst eine Connection. Und dann, aber du machst, jetzt gehst online im anderen Device und du machst eine Aktion, die einen Konflikt erzeugt. Dann wirkt es so für die anderen, okay, du bist aus dem Netzwerk rausgegangen, aber du hast trotzdem etwas gepostet. Und wir müssen das noch lösen. Du hast iOS erwähnt. Was sind andere Art und Weisen, wie man Briar helfen kann? Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Briar helfen kann, denn es gibt sehr viel, was noch getan werden muss. Eine Sache, die schön wäre, ist, einen Desktop-Client zu haben. Da brauchen wir eigentlich nur ein User-Interface über den Bibliotheken. Das ist, denke ich, etwas, wo man Leute sehr leicht einsteigen können. Wir haben aber auch einen Bug-Tracker und einen Feature-Tracker, wo Leute einfach sagen können, hey, ich möchte das Feature implementieren, und da ist eine gute Möglichkeit einzusteigen. Go ahead. Das Internet möchte wissen, was passiert, wenn ein Angreifer Zugriff auf das Gerät bekommt? Gibt es eine Art Abstreitbarkeit ist nicht eins unserer Designziele. Aber es ist eine Android-Applikation und auf Android hast du in der Regel keine komplette Verschlüsselung deiner Datenplatte. Was wir machen, ist, dass Briar alle Daten, die es speichert, enkryptet. Die Verschlüsselung basiert auf dem Passwort. Das heißt, wenn du online gehst, musst du erstmal dein Passwort eingeben, damit die Briar-Datenbank entschlüsselt wird. Es gibt auch einen Panic-Button. Und auf einmal, du bist in der Situation, die Polizei kommt, kannst schnell den Panic-Button drücken. Und dann wird Briar, also je nachdem, wie du es einstellst, wird Briar die Datenbank löschen oder sie verschlüsseln. Two more questions, one left, one right. Right one starts. One. Yeah. Thanks for your talk. Vielen Dank für den Vortrag. Wie finden sich zwei Peers im Tor-Netzwerk? Das ist, wo uns die Hidden Services von Tor uns helfen. Denn ein Tor-Service hat eindeutige Adresse. Und wenn du online gehst, dann wirst du da gelistet und dann kannst du dich finden in dem Tor-Netzwerk. Du gehst einfach in das Tor-Netzwerk und sagst, okay, ich verbinde mich diesem Hidden Service, und dann wird das Tor-Netzwerk sagen, okay, das funktioniert oder nicht, und dich verbinden. Also du benutzt Bluetooth, um sich zu verbinden, aber es gab kürzlich ein paar Schwachstellen in Bluetooth, dass man Bluetooth einfach gar nicht benutzen sollte in Android. Wie geht er damit um? Das ist leider sehr schade. Denn Bluetooth hat sehr viele Security-Sicherheitsprobleme. Und es ist auch sehr, sehr instabil und schwierig, damit zu arbeiten. Wir versuchen auch, die Zeit zu reduzieren, wie lange Bluetooth aktiviert sein muss.
Es gibt noch viele Sachen, die wir verbessern können. Okay, möchte auch. Wi-Fi without being in any sort of access point. And so maybe when we're lucky in the future, we don't. Wenn wir Glück haben, müssen wir in der Zukunft vielleicht nicht mehr Bluetooth verwenden, weil wir auch über Wi-Fi das machen können, dank eines netten Computers. I'm sorry, the next talk is going to be Max James. It's going to be packed like hell, and we got to get the people in and out first. So I have to cut off here. Aber wir müssen es hier leider abbrechen, weil der nächste Vortrag sehr überfüllt sein wird. Es tut mir leid, also keine weiteren Fragen mehr. Thorsten Grote.